können es nochmal so beginnen. Zack. Also Gewicht ist ja so prinzipiell die Problematik daran, richtig? Ist eine Fangfrage, also ich weiß, dass das richtig ist. Gewicht ist ja so unsere Herausforderung, an der wir arbeiten müssen. So, Structural Beam, habe ich noch nichts Vernünftigeres? Attaching Solar Panels, 0, ist halt sehr viel leichter, ne? Okay, also, nehmen wir mal an, wir bauen das richtig wie so eine Sonde. So. Also, wir nehmen das Teil hier als als wirklich Quadcopter. So, das hat auch gerade richtig gut attached. Zack. So, dann hätten wir jetzt auf Duna eine Trust-Weight-Ratio von 2,4 erstmal. Das wäre prinzipiell schon mal gut. Und wir würden natürlich auch in irgendeiner Form Landebeine an den Mist ranbringen wollen. Und zwar so leicht wie möglich. Was sind unsere leichtesten? Das sind tatsächlich die leichtesten, die wir kriegen können. Okay. Kann man die einfach vielleicht... Ne, die machen wir hier in der Mitte rein. So. So. Okay, das heißt, da kommen nachher Landebeine rein. So, jetzt kommt die Stromquelle. Also wir brauchen auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, den Freund Blasebalg hier. So, Freund Blasebalg können wir aber so viel es geht versenken, damit wir nicht zu viel Schwerpunkt nach oben legen. So. Und Freund Blasebalg kann auch noch in die... 1,6 irgendwas, ne? Und jetzt brauchen wir halt, wir brauchen jetzt halt Batterie. Also wir brauchen definitiv Batterien. Und da ist fast die Frage, ob wir nicht lieber sagen, so, was wiegt der? Null? Der wiegt 165 Kilo. Was wiegt eine echt große Batterie? 140 Kilo. Vielleicht ist es auch einfacher zu sagen, wir verzichten auf einen Nuklearreaktor und nehmen die Klassiker, also Solarpanels, mit großen Batterien, um gewichtseffizient Strom einspeichern zu können. Das hat natürlich dann ein gewisses Risiko, weil wir bei weitem nicht so schnell Strom generieren können. Nur beides gleichzeitig wird halt ein bisschen hässlich, ne? Das wäre die Dings dazu. So, wir würden Cooling uns sparen. Wir würden uns Cooling sparen und wir würden... Mal gucken. Lasst mich mal was ausprobieren. So. Also wäre auch nicht ganz so hoch. So. Das ist nicht schön. Das ist auch ein bisschen arg wenig. Ich glaube, 90 ist aber ganz gut. Komm schon. 90, so. Jetzt ein bisschen rausschieben. Kriegen wir es hin, dass die sich selber nicht überlappen und auch die Motoren nicht überlappen. So. Zack. Damit könnten wir Strom aufnehmen, dann um den hier drin zu speichern. So. What's next? Wir sind bei 1,76 Trust Weight jetzt im Moment. Wir haben noch ein bisschen Platz für Duna. So, dann hätten wir quasi hier die Landebeine. Die müssen wir wahrscheinlich nach unten packen.
So. Den Spaß einmal. Was habe ich denn jetzt getroffen? Nicht die Beine auf jeden Fall. So würde die auch relativ hoch stehen. So. Und jetzt ist einfach die Frage, wie lange reicht der Ström, wenn wir mit den Dingern Volllast fliegen und brechen uns die Solarpanels auseinander, wenn wir das tun? Schwierige Frage, schwierige Frage. Strom pro Sekunde, wenn sie voll ausgelastet sind. Also wir sind im Moment noch in einem Thrust-Weight-Bereich, in dem man fliegen kann, weil wir brauchen jetzt auch keine 3 oder so. Wir müssen halt über die 1 kommen. Und alles, was dann noch mehr ist, gibt uns ein bisschen Puffer, sage ich mal. So, das Ding wiegt zum Glück auch nicht so viel. Dann nehmen wir vielleicht auch einfach mal nur eine mit. Wow, so groß ist das Teil. Ist ja auch abgefahren. Wow, hatte ich mir irgendwie kleiner vorgestellt. Vielleicht müssen wir da auch gucken, dass wir tatsächlich sagen, dass die Probe nur eine Relay-Antenne, also eine Antenne bekommt, um über einen Satelliten oder sowas zu relayen. Acht macht mein Problem nur größer mit der Stromerzeugung wahrscheinlich oder mit dem Stromverbrauch. Ich muss jetzt gleich erstmal testen, ob das Ding überhaupt sinnvoll lange fliegen kann in der Konfiguration. So, also so hätten wir jetzt erstmal, das würde dann über einen Satelliten natürlich passieren müssen, der eine Funkverbindung weiter relayt. Das wäre jetzt aber nicht so wild, das kann man sicherstellen. So, wir probieren es jetzt einfach mal aus, wie der so funktioniert. Mal gucken, mal gucken. Also 4 ist, glaube ich, schon mit dem, was wir jetzt gerade haben, eine gute Variante. Das Problem ist halt, dass Dunas Atmosphäre relativ dünn ist. Und dadurch so Propellersachen nicht total ideal funktionieren. Die Probe wird der Hammer sein auf Eve, das kann ich euch jetzt schon sagen. So, also RCS an, SRS an und jetzt gucken wir mal. Wow, wow, wow. Okay, hier haben wir natürlich ein bisschen mehr. Okay, aber mit Volllast. Naja, besonders lange fliegen wir nicht damit, ne? Also sie lädt auch wieder auf. Also dolle ist es nicht. Das muss man der Fairness halber sagen. Und wir werden auf Duna. Volllast fliegen müssen. Und für Volllast. Eieieiei. Das wird spannend auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben jetzt eine relativ gute Sun Exposure mit 0,75. Also wir können das auf jeden Fall wieder aufladen. Das Problem ist natürlich, die Batteriedichte ist okayisch, aber schnell wieder alle auch. Schauen wir mal kurz. Also auf Volllast heißt das für uns minus 65.
ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir sind zu schwer, ne? Ja, jetzt zieht die Batterie halt echt schnell leer. Und dieses Bremsen, was ich jetzt hier gerade mache, mit so Niedriglast, das kann ich mir halt auf Duna komplett klemmen. Weil auf Duna werde ich mit Volllast bremsen müssen, damit ich da wiederum was kriege. Also damit ich eine relevante Bremsbeschleunigung rausbekomme aus dem Teil. Aber ansonsten, es fliegt sich schon geil. Also es ist ein cooles Konzept, muss ich ganz ehrlich sagen. So rein vom Fliegerischen her ist es witzig. Ah, indifferent. I'm pretty indifferent. Ich bin mir echt nicht sicher. Nee, die Solarenergie ist sogar noch niedriger auf Duna, weil ich noch weiter weg bin. Leider. Duna ist noch weiter weg von der Sonne. Doch Nukular, nicht Nukular. Fragen über Fragen. Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht so genau. Meine Befürchtung ist halt, das können wir jetzt aber gleich mal testen. Also wie gesagt, die Nukularnummer ist eh nur fürs Wiederaufladen. Das Problem ist halt, wenn ich da jetzt einen Reaktor drauf stöpsel. Der wiegt ja auch ein paar Gramm. Und der braucht natürlich auch noch ein gewisses Cooling. So, dann kriegt er seine Cooling Panels. Davon wird er ja mal eben, naja, mal mindestens eins brauchen, sagen wir es mal so. Pack's ihm jetzt einfach mal als Regenschild drauf. So. Gut, dann sind wir bei 1,82. Das Problem, was ich jetzt aber habe, ist folgendes. Deshalb diskutiere ich das eigentlich überhaupt. Der hier erzeugt 30 Strom pro Sekunde. Okay, seht ihr das genauso wie ich? 30 Strom pro Sekunde. Prinzipiell eine schöne Sache. Aber, jetzt kommen wir zu den Dingern hier. Die Dinger hier verbrauchen aber auf Maximumlast, und ich werde relativ hart an Maximumlast fliegen müssen auf Duna, 20,36 pro Sekunde. Das heißt wiederum auf der anderen Ebene, dass ich mit vier Motörchen ungefähr 80 pro Sekunde rausrauche und damit halt einfach sehr schnell sehr wenig Strom zur Verfügung habe und innerhalb dieses Geräts auch momentan nicht unbedingt besonders viel Electric Charge speichere. So. Jetzt ist halt so die Frage. Was kann man eventuell damit tun? Könnten natürlich uns die Kapazitoren mal angucken. Wie groß ist das? Das ist relativ klein. Largest of engine or up to 10 seconds. Okay. Da kann man natürlich echt viel. Oh, der ist aber ein bisschen groß. Superkapazitor. Wir können natürlich mal gucken, wie das denn so ist. Mit einer Vierfachverteilung von den Dingern, ne? Zack, wir stecken da einfach ein paar Kapazitoren ran. So. So. Wir kriegen das schon auch irgendwie zum Fliegen, das Ding. Hier können wir natürlich jetzt Strom reinspeichern und die Dinger entladen sich dann für eine gewisse Zeit, richtig?
Genau, aber das ist ja eigentlich genau mein Plan, weil ich könnte damit. Die sind halt sehr leicht, ne? Jetzt gucken wir mal, wie lange die feuern. Ja, sind halt Kondensatoren. Genau. So, die muss ich jetzt halt aufladen. Das ist ja prinzipiell auch okay. Jetzt, ich würde nur gerne mal wissen, wie lange kann ich die entladen? Instant entladen die sich. Das heißt, ich brauche was, um den Strom aufzunehmen, richtig? Schauen wir mal. Discharge Rate 40. Ist das dann 40 pro Sekunde oder was machen die da? Jetzt schauen wir mal. Also, wir machen mal einen kleinen Feldversuch. Also, erstmal starten wir unseren lustigen Reaktor, um Strom zu erzeugen. So. Jetzt. Zack, zack. Was hat er vor? Er hat vor, eine Duna-Probe zu bauen, die propellergetrieben funktioniert. Und Phil, vielen Dank. Phil Lomaking, vielen Dank für dein Follow und willkommen bei den Kommunauten. So, jetzt gucken wir mal. Wir starten einfach mal mit dem Fliegomaten. Das wird uns natürlich. Oh. Ja, ich hatte befürchtet, dass sowas Ähnliches passiert. Okay, der hat jetzt aber eine relativ gute. Ja, okay. Wir werden wahrscheinlich abstürzen, nehme ich an. Uch. Aber dem Reaktor geht's gut. Keine Sorge, Leute. Dem Reaktor geht's super. Jetzt geht's dem Reaktor nicht mehr so gut. Okay. Sah nach einer 40er Discharge tatsächlich aus. Okay, aber das ist ja gar nicht so unklug, oder? Tschernobyl. So, jetzt gucken wir mal, wie man das so konfigurieren kann. Weil die Kondensatoren sind natürlich relativ leicht. Relativ leicht. Vielleicht können wir tatsächlich mit einer gewissen Pufferbatterie, also mit einer nicht zu kleinen und nicht zu großen Pufferbatterie und Kondensatoren relativ viel erreichen. Ich bin mal gespannt. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir hier so an Kapazitor zur Verfügung haben. Kapazitor, so. Geh weg. Es ist tatsächlich nicht so viel. So, in dem kann man 1600 speichern. Warum kann man in dem 1600 speichern und in dem ist das so klein? 1600 Strom, wir ziehen 80. Das ist tatsächlich nicht so viel, ne? So, also wir haben 1600 Einheiten Strom. Wir ziehen 80 pro Sekunde ungefähr. Bleibt uns 20 Sekunden Laufzeit. Das ist natürlich nicht so. Okay, der war ein bisschen arg groß. Der war nur groß und wiegt gar nicht so viel. Okay, hier kriegt man jetzt 8000 rein. Das heißt, wir haben 100 Sekunden Laufzeit in diesem Kapazitor drin. Zack. Und die Discharge Rate können wir runterstellen. Rate können wir runterstellen auf 400 pro Sekunde wahrscheinlich. Okay, den kann man auch noch runterskalieren. Aber die Discharge Rate nicht weiter. Ja, schade. Okay. Okay. Was wäre, wenn wir da jetzt noch eine Pufferbatterie dazu packen, die das Ganze reguliert? In der können wir 1000 aufnehmen. Ah, das wird schwierig zu fliegen. Das ist auch nicht die Antwort. Das ist auch nicht die Antwort, Freunde.
Was ist nur los? Wie wollen wir das nur machen? Klang eigentlich wie eine gute Idee. Ich bin mir nicht sicher, ob die Atmosphäre mitspielt. Klang eigentlich wie eine gute Idee. Kriegen halt kein Gewicht an die Karre ran, ne? Ich meine, das wiegt jetzt halt auch irgendwie nix. 784 ist ja jetzt nicht irgendwie unmenschlich. Unmenschlich wenig Schub. Aber die Stromquelle ist ein Problem, tatsächlich. Der würde genug erzeugen. So. Er erzeugt aber auch genug Probleme, dass wir quasi fast nicht mehr starten können. Nee, das ist zu schwer. 14 Tonnen ist auch leicht zu schwer. Es läuft schon irgendwie auf den hier hinaus. Und eine Batterie, ne? Hilft alles nix. Es hilft alles nix. Der und Batteriepuffer. Aber selbst der Batteriepuffer hier. Ja, Direktversorgung. Also vergesst es einfach mit Solarstrom. Also die, jetzt mal angenommen, wir könnten die benutzen, was völliger Schwachsinn ist, weil die halt wegknicken in der Atmosphäre. Die erzeugen 24,4 Strom pro Sekunde. Und damit können wir dann sage und schreibe eins von diesen Triebwerken füttern, wenn wir eine perfekte Solarausleuchtung haben. Den Reaktor kann man nicht scalen. Ich überlege gerade, gibt es irgendeine. Was ist unsere leichteste Batterie? Also da kann man 800 drin speichern. Pass auf, wir müssen eigentlich wirklich mal gucken. Da drin kann man 800 speichern. Das gibt uns eine gewisse Zeit. So. Und das Ding hier kann 1000 speichern. Das da kann 2800 speichern, aber lass uns mal den hier ruhig nehmen. So, zack. Zack, zack. Oder wir nehmen tatsächlich das kleine Teil hier. Wie viel wiegt das? 0,14. Wenn wir es ranpacken, sind wir bei 0,16. Das ist immer noch okay. Vielleicht müssen wir tatsächlich alle Technologien ein bisschen benutzen. Alles so ein bisschen. Dich brauchen wir nur einmal. Du kannst dann aufs Dach drauf. So, und jetzt nehmen wir hier für Reservesysteme einfach die hier mit. Ob das anwendbar ist. So, 0, also 1,56 Thrust Weight auf Duna und wir kommen hoch bis auf knappe 3 Kilometer, bevor er uns verlässt. Okay. Gut, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir den Tüdelkram hier irgendwie halbwegs versenkt bekommen. Machen wir so ein 50-50-Ding draus. So. Jetzt testen wir mal. Also, wenn wir mit dem Ding hier unterwegs sind. Und Science frisst nicht zwingend Strom. Ah, der nächste Reaktor ist ein bisschen zu schwer. Da haben wir fast gar keine Toleranz mehr und ich brauche auch mehr Kühlung und so weiter und so fort.
Ist also ein bisschen too much. So, also wir starten den mal. Startreaktor. So, wir kriegen jetzt ja eine gewisse Grundversorgung an Strom rein. Durch die Nummer. Dankeschön. So. Und wir können ja jetzt eigentlich, wenn wir unterwegs sind, die Dinger hier sind geladen. Haben wir jetzt genug Batteriepuffer hier unten, um eine komplette Ladung so eines Kapazitors, glaube sogar komplett aufzufangen. Das heißt, wir könnten uns das Kapazitor entladen, auf eine Action Group legen, mit der wir notfalls eine Entladung triggern. Und hätten halt hier auch dann im Flug erstmal relativ okayische Performance, sage ich mal. Also wir können irgendwo hinfliegen, das ist schon mal prinzipiell gut. Wahrscheinlich nicht besonders aggressiv, aber wir können fliegen. So. Und wenn jetzt irgendwann unsere Batterie mal sagt, ich mag nicht mehr, dann entladen wir einfach den Kapazitor. Ich zeige euch das gleich mal, was ich meine. So, also angenommen, wir haben jetzt irgendwie, wir sind die ganze Zeit auf Volllast geflogen, wir kommen jetzt in Landeanflug und ihr seht aber, es ist okay, also wir kommen langsam runter. Das wäre jetzt vergleichbar, Volllastflug auf Duna würde sich stromtechnisch genauso verhalten, okay? Ihr seht, wir kommen nur langsam runter, das ist in Ordnung. Wenn ich jetzt sehe, ich komme aber in einen Bereich, zum Beispiel mit den vier Dingern hätten wir 3200 Strom oder sowas, dann kann ich jetzt einfach sagen, ich discharge jetzt einen Kapazitor in die Batterie rein und erkaufe mir damit Zeit oder kann Volllast gehen im Landeanflug oder was auch immer. So, und ansonsten fängt ja der Reaktor relativ viel auf, also der Reaktor fängt ein Triebwerk und ein bisschen auf und die restlichen Triebwerke sind dann im Prinzip, naja, ich glaube, so ist es fliegbar zumindest. Ach hier, Kapazitor Control. Nein. So, ladet euch erstmal wieder ein bisschen auf. So, wir kommen jetzt gerade runter. Ich probiere mal noch eine Landung mit dem Teil. Because of reasons. Das sieht gut aus. Ich glaube, so kann man es verwenden. Wie weit muss er denn? Keine Ahnung, so weit wie wir wollen. Ich möchte einfach nur eine Möglichkeit haben, mit einem Hover Rover unterwegs zu sein. Das war die Idee dahinter. Ja, wir werden langsamer. So. Und ich glaube, das funktioniert dann ganz gut eigentlich. Den Hobel nach Duna bekommen. Das Ding ist echt klein, ne? Also das Ding ist tatsächlich relativ klein. Da mache ich mir relativ wenig Sorgen drum, dass wir den nach Duna bekommen. So, 32 Meter pro Sekunde Sinkgeschwindigkeit. Also es sieht auch alles gut aus. Ja, wie gesagt, man muss das alles ein bisschen bedenken, dass das auf Duna anders funktioniert. Auf Duna ist die Atmosphäre dünner, damit unsere Triebwerke ineffizienter. Wir werden da nicht ganz so coolen Scheiß abziehen können, wie hier. Wahrscheinlich zumindest. Fliegen ist ein bisschen ungewohnt, aber es geht schon irgendwie. Okay, ich glaube, so kann man es tatsächlich machen.